per aspera ad astra heißt es ja bekanntlich, nur durch Mühsal oder Schwierigkeiten geht es zu den Sternen. In Deutschland braucht man gar nicht erst so hoch hinaus, um das zu erleben. Es reicht oft eine einfache Fahrt nach Görlitz, Garmisch oder Buxtehude. Zumindest, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Nun gehört das Schimpfen auf verspätete Züge, verpasste Verbindungen oder die mal wieder umgedrehte Wagenreihung hierzulande fast schon zum Volkssport. Aber die aktuellen Zahlen belegen, dass das derzeit nicht nur gefühlte Probleme sind. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr ist im ersten Halbjahr dieses Jahres rapide gesunken. Nur noch knapp 63% der Züge haben weniger als 5 Minuten Verspätung. Und jeder 5. Zug ist mehr als eine Viertelstunde verspätet. Um das in den Griff zu bekommen und vor allem das für den großen Umstieg auf die Bahn überforderte Schienennetz fit zu machen, soll jetzt eine Generalsanierung zumindest die wichtigsten Strecken auf Vordermann bringen. Aber Sie ahnen es, das wird nicht gehen können ohne Mühsal oder Schwierigkeiten. Julia Kruß. Bereits seit 2019 wird hier an dieser Baustelle im Süden Berlins gebaut. Die Schienenanbindung der Hauptstadt soll verbessert und der Bahnknoten entlastet werden. Reduzieren die Fahrzeit damit. Wir schaffen damit eine bessere Anbindung des Berliner Großflughafens BER, werden am Ende beispielsweise in einem 15-Minuten-Takt in 20 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof zum Flughafen Berlin-Brandenburg verkehren. Die Leidtragenden sind allerdings die Kunden der Bahn. Ausfälle und Verspätungen waren in jüngster Vergangenheit an der Tagesordnung. Der Grund dafür: Baustellen und veraltete Schienennetze. Ein altbekanntes Problem. Deshalb hält Verkehrsminister Wissing eine Verbesserung des Baustellenmanagements für besonders wichtig. Damit nicht vorkommt, was bisher vorgekommen ist, dass man in diesem Jahr eine Baustelle einrichtet, um das Gleisbett zu sanieren. Und wenn man fertig ist mit der Baustelle, im nächsten Jahr gleich im gleichen Korridor wieder eine Baustelle einrichtet, um was an der Oberleitung zu reparieren. Deutsche Bahnchef Lutz betont die Wichtigkeit eines radikalen Umsteuerns und sieht die Fehler im eigenen System. Das Zusammentreffen von immer mehr Verkehr auf einer ohnehin schon knappen und durch Bautätigkeit noch zusätzlich eingeschränkten Infrastruktur führt zu immer mehr Engpässen, Staus und Verspätungen, die massive Auswirkungen auf alle Fahrgäste und Güterverkehrskunden haben. Und um es klar zu sagen und auch nicht drum herum zu reden, die aktuelle Qualität und Zuverlässigkeit des Schienensystems ist für niemanden akzeptabel. Beide stellten heute ihre Pläne für ein, wie sie es nennen, Hochleistungsnetz vor. Der Betrieb soll dadurch schneller und besser werden. Von einem Aufbruch spürt Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene allerdings noch nichts. Wir erwarten von Herrn Wissing, dass er seine zögerliche, abwartende Haltung beim Schienenverkehr jetzt schnellstmöglich über Bord wirft und dass er in den Macher- und in den Handlungsmodus kommt. Geredet ist genug, geschrieben ist genug, angekündigt ist genug. Wir wollen jetzt Taten sehen und dafür haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Das Schienennetz ächzt aus allen Fugen. Neben den Problemen beim Schienennetz hat die Bahn nun auch vermehrt mit Personalproblemen zu kämpfen. Auch aus Arbeitnehmersicht ist die Bahn momentan offenbar nicht attraktiv. Und dazu begrüße ich jetzt den Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Guten Abend, Herr Wissing. Guten Abend, Herr Zamparoni. Wir haben es ja gerade gehört. Fernzüge haben zum Teil Stundenverspätung, manche fallen ganz aus, Anschlüsse werden verpasst. Können Sie das Bahnfahren eigentlich noch guten Gewissens empfehlen? Also ich habe hier eine Infrastruktur übernommen, die nicht in der Lage ist, die vielen Verkehre zu bedienen, die wir heute auf der Schiene haben. Deswegen kann das so nicht bleiben. Ich habe Verständnis für die Bürgerinnen und Bürger, die zu Recht verärgert sind über die Zugverspätung oder auch die Wirtschaft, die natürlich darunter leidet, wenn Güterzüge stillstehen. Das werden wir jetzt konsequent ändern. Und dafür werden Sie von 2024 bis 2030 die wichtigsten Bahnkorridore general sanieren. Also statt scheibchenweise alles auf einmal. Was machen wir denn dann in dieser Zeit? Fahren wir dann 6 Jahre lang nur noch Auto, bis dieses Bahnchaos und Bauchaos, das dann kommen wird, vorbei ist? Nein, das muss so koordiniert werden vom Baustellenmanagement her mit vorbereiteten Umleitungsstrecken, dass der Bahnbetrieb auch während der Baumaßnahmen reibungslos läuft. Das ist ja keine Überraschung, dass man regelmäßig Bahnkorridore sanieren muss. Das Problem ist nur, dass die Sanierung auf unserem veralteten Netz maximale Beeinträchtigung des Betriebes verursacht. Und das muss sich ändern. Deswegen brauchen wir ein Hochleistungsnetz mit Gleiswechselbetrieb, mit schnellen Überholvorgängen. Und wir müssen die Korridore grundsanieren und nicht ständig neue Baustellen im gleichen Korridor einrichten. Und genau das wird jetzt passieren. Und ich werde das
mit einer Steuerungskommission Bahn vom Ministerium aus ganz eng begleiten. Ich möchte die Interessen des Eigentümers gegenüber dem Bahnvorstand stärker durchsetzen. Aber die Probleme, die Sie da jetzt anpacken wollen, es sollen ja Taten den Worten folgen, die rühren vielfach daher, dass die Bahn ja für einen möglichen Börsengang mal kaputt gespart wurde. Gerade Ihre Partei, die FDP, die hat einen solchen sehr unterstützt. War das rückschauend nicht ein Fehler? Die FDP stellt zum ersten Mal den Bundesverkehrsminister und ich kann nicht rückwirkend regieren, Herr Zambaroni. Deswegen kann ich nur die Situation. Ja, aber die gegen die Sparpläne haben sich jetzt auch nicht groß gewehrt. Handeln. Ich halte es nicht für richtig und hielt es auch nicht für richtig, dass man in Infrastruktur spart. Im Gegenteil, die FDP hat immer betont, dass Infrastrukturinvestitionen wichtige Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes ist. Und dabei bleibt es auch. Ich habe auch als Landesminister so gehandelt. Und deswegen ganz klar, die Bahn braucht ein moderneres Netz. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass das kommt. Aber die Frage war das dann also ein Fehler? Hat man jetzt quasi, müssen Sie so ein bisschen dann auch das ausbügeln, was in den vergangenen Jahren bei der Bahn liegen geblieben ist? Ganz offensichtlich. Man hat mir hinterlassen 4000 marode Autobahnbrücken und ein Bahnnetz, das nicht in der Lage ist, die vielen Verkehre reibungslos und ohne Probleme abzuwickeln. Und deswegen müssen wir jetzt handeln und das Bahnnetz ertüchtigen, genauso wie ich auch die Autobahnbrücken saniere. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir das jetzt mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und begleiten. Ich habe heute angekündigt, dass ich das zur Chefsache mache. Und ich bin mir sehr einig auch mit Bahnchef Lutz, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Ich möchte, dass man künftig wieder die Uhr nach der Bahn stellen kann. Da müssen wir hin. Das muss der Anspruch eines Landes wie der Bundesrepublik Deutschland sein. Es ist zumindest ein weiter Weg bis dahin. Aber Sie haben noch eine andere große Baustelle, die sich auftut. Und das ist der Flugverkehr. Flüge fallen reihenweise aus Gepäck. Wir sehen das hier, Bilder aus Hamburg, kommt entweder verspätet oder gar nicht an. Und mittlerweile wird Flugreisenden geraten, bis zu 4 Stunden früher zum Check-in zu kommen, um den Flug nicht zu verpassen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung befürchtet ein nie dagewesenes Chaos an den Flughäfen diesen Sommer. Sie auch? Das ist eine schwierige Situation. Es hängt damit zusammen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Pandemie die Unternehmen verlassen haben, die Flughafengesellschaften und auch die Fluggesellschaften. Und jetzt fehlt Fachpersonal. Wir haben in einer Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene jetzt angeboten, die Dinge aufzuarbeiten und zu helfen, wo immer wir können. Aber natürlich ist es für die Unternehmen und bei denen liegt die Verantwortung natürlich schwer, so kurzfristig das Personal wieder aufzubauen, das während der Pandemie sich anderweitig orientiert hat. Gleichwohl werden wir alles tun, begleiten das eng seitens der Bundesregierung und wo wir helfen können, helfen wir auch, damit so viel wie möglich Flugverkehr reibungslos abgewickelt werden kann. Im Übrigen hat sich auch die EU-Kommission eingeschaltet, weil das Problem ja kein rein deutsches Problem ist, sondern wir haben dieses Problem europaweit. Und Fliegen ist nun mal vernetzt, in der Tat. Aber dieses Chaos diesen Sommer, glauben Sie, das ist nur ein vorübergehendes Problem dann, dass sich dann, wenn eine Pandemie dann vorbei ist, sich auch wieder legt und wieder das in geregelten Bahnen läuft? Oder reden wir da auch von einem strukturellen Problem eher, der Fachkräftemangel, der in Deutschland überall sichtbar wird, hier besonders und besonders schlimm durchschlägt? Naja, das Problem ist eben gewesen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bodenpersonal, im Service, sich während der Pandemie, als Kurzarbeitergeld gezahlt worden ist, sich andere Beschäftigungen gesucht haben, weil sie mit der Situation nicht zufrieden waren. Und die kehren natürlich jetzt nicht kurzfristig zurück. Wir haben ähnliche Situationen auch in Gastronomiebetrieben. Das sind Auswirkungen der Pandemie. Aber auch das kann so nicht bleiben. Deswegen muss man schnell, wo immer es möglich ist, helfen. Wir sind in einer Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene mit dem Innenministerium. Da geht es ja auch um die Sicherheitskontrollen. Und auch mit dem Arbeits- und Sozialministerium, weil es um die Frage geht, kann man Fachkräfte kurzfristig aus dem Ausland akquirieren, in engen Gesprächen. Und wir helfen den Unternehmen, wo immer wir können, um kurzfristig Personal aufzubauen. Und dann muss man natürlich künftig sich die Frage stellen, wie kann man sicherstellen, dass in etwas schwierigeren Situationen das Personal auch den Unternehmen, den Flughafengesellschaften und auch den Fluggesellschaften die Treue halten. Eine Aufgabe auch für den Bundesverkehrsminister, Herr Wissing. Vielen Dank für das Gespräch.